Hier sind meine ganzen Einheiten. Oh, hier geht's ab. Und wir stehen richtig gut da. Aber ich kann sie leider nirgendwo... Hier gibt es ja auch keinen oben und unten. Die kommen also alle hinter mir vor. Das heißt, der vorderste ist irgendwann weg. Die Teile hätte ich natürlich auch gerne hier. Mangonel. Das ist natürlich ein Wahnsinnsgerät. Sieht man ja schon. So, von denen habe ich 7. Hier sind 18 unterwegs. Hiervon brauche ich noch ein paar. Geht nur einer. Geht nur noch einer. Aber ich kann immer nur einen je herstellen. Hier kommen meine Truppen jetzt. So, nochmal Bodenangriffe hier. Das geht ja wirklich ab. Also auch wenn man leider nicht steuern kann, das ist natürlich für viele, die jetzt Strategiespiele gewohnt sind, natürlich ein bisschen lahm dann. Also die positionieren sich selber hier. Und ich kann nachvollziehen, dass das einige vielleicht nicht so geil finden, aber es macht wirklich Laune. Also es macht noch, macht's Laune. Im Moment macht's Laune. Anti-Air. Okay. Nehmen wir ein. Hiervon habe ich nur einen. Ich stelle mir noch einen zweiten her. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich benötige, aber so, ich mache jetzt auch noch einen. Dann haben wir jetzt 20. Und das abgeht hier. Der Wahnsinn. Keine Tech Points available. erhältlich. So, hier ist ja. Ich kann gar nicht mehr bis da gucken. Also ist relativ zentriert hier dann doch. So, noch ein von den Jungs hier. Von den. Wie heißen die? Flamethrower. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Boah, sieht ganz gut aus hier. Oh, 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 jetzt machen sie mir die weg hier. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ich habe ja limitierte Verfügbarkeiten hier. Mein Fehler. Aufwerten kann ich auch nicht gerade. Den kann ich jetzt auch nicht mehr aufwerten. Der ist so relativ voll hier gerade, wie man sieht. Was ist das denn hier? Und so komischer Drache. Hier ist ein Drache. Aber grafisch sieht es auf jeden Fall geil aus. Also, ich spiele eigentlich selten so eine solche Strategiespiele jetzt in dieser Art und Weise. Meistens so die alten Klassiker, Close Combat und sowas. Und da ist die Grafik natürlich bei weitem nicht so. Oh, ich konnte mal ein bisschen reinzoomen. Sieht man aber auch nicht allzu viel mehr. Aber es sieht natürlich entgeil aus. kann man nicht meckern. Oh, die dominieren. Scheiße, was mache ich jetzt? Flammenwerfer. Haben die mir auch schon wieder weggehauen hier. Jetzt dominieren die. Jetzt dominieren die. Aber die haben nur noch einen Turm und wir haben drei irgendwie, so wie es aussieht hier, wenn das die richtige Anzeige ist. So, von denen habe ich 30. 6, 3. Jetzt kommen ja... Ah ne, das sind ja seine Truppen. Wird noch ein bisschen verrückt hier. So, wieso kann ich die aufwerten? Ja, von den Bogenschützen hier. Hier sind meine. Oh! Arschficker, echt, ey. Böser Mensch, meine ich. Böser, böser Mensch. Das sind seine Truppen, ne? Okay, aber ich habe hier schon mal welche weggehämmert jetzt. Das ist doch mal ganz schön hier. Mal ein paar Flammenwerfer fertig hier. Kann ich hier... Kann ich immer noch nicht.
Aha, unter 900 kann ich jetzt nicht aufwerten. Okay, warte mal. Airstrike hier hin. Oh, jetzt wird sie wieder aufgewertet. Die Seelenessenzmine. Der geht jetzt hier auch kaputt. Oh, ich kann nicht mehr herstellen. Das heißt, jetzt müssen tatsächlich erstmal welche sterben, bevor hier weiter welche herstellen könnte. Das sieht ganz gut aus. Wollen wir die reinknallen hier. Dann schaffen wir natürlich auch den Rest hier. Oh, die haben keine Türme mehr. Alles weg. Wir müssen auch gleich noch meine anderen Einheiten kommen. Ich heb mir mal das Gold jetzt auf, weil ich weiß ja nicht, ob ich es noch gebrauchen kann. Und wäre schon ganz cool, wenn ich da irgendwie noch was von hätte. Okay, das sieht eigentlich ganz fetzig aus jetzt hier. Jetzt holen wir die hier einen nach dem anderen weg. Okay, Population Cap ist erreicht. Also, ich lasse meine jetzt hier einfach weiterkämpfen und das hier erledigen. Jetzt suchen die sich natürlich überall hier. Ah, guckt euch das an, das ist doch der Wahnsinn. Yep. Und wir haben gewonnen. Ey, cool. Mein erstes Spiel mit anderen gegen andere und wir haben gewonnen. Okay, jetzt ist er halt der MVP, mein Gott. Level 2 erreicht. Hey, ich habe den Medic. Und mehr Schaden mache ich auch. Battleship. Wäre natürlich auch eine geile Sache. Okay, wie sieht's denn aus? Übersicht. Okay, einen Teil von der Quest habe ich jetzt fertig. Ich habe... Und der, ja, tatsächlich, ja. Produziert. Weiß nicht, was bedeutet das hier? Was habe ich hier produziert? Den kann ich hier zum Freund einladen, okay. Essenz, gut, Essenz hat auch mehr. Economy, ich kann den Rest hier nicht klicken. Also es hängt ein bisschen nach irgendwie. Skill. Ah, hier kann man sehen, ist so eine Art Zeitlinie, wie das aussieht, wann was wie eingesetzt wurde offensichtlich. Truppen kann ich nicht klicken. Ökonomie, Wirtschaft kann ich auch nicht klicken. Ökonomie. Wenn es auf Englisch und man versucht ja auf Deutsch zu reden, irgendwie kommt man da ständig durcheinander. Okay, wir machen mal zu hier. Also back. Quick Play. Army Setup. Okay, hier ist eine Arena. Die werde ich vielleicht morgen mal reingucken. Profil. Okay, das brauche ich nicht. Einheit Army Setup. Muss ich hier was verändern? Was soll ich jetzt hier machen? Ah. Jetzt kann ich also den Bogenschützen, der wird jetzt zum Rifleman, also zum Gewehr. Aber ich habe den Crossbowman, habe ich auch noch. Ne, der Rifleman kam jetzt dazu. Das heißt, man muss sich ziemlich genau überlegen, wo man wie was einsetzt dann. Ich habe den Medic noch hier. Da die noch ausgegraut ist, kann ich die wohl noch nicht nehmen. So, ist auch dazu. So, das ist jetzt so gespeichert. Sie sind jetzt also mit da drin. Der Rifleman kostet weniger als der Crossbowman. Naja, gut. Aber okay, offensichtlich kann man sich hier verschiedene... Was heißt offensichtlich? Ist ja logisch. Kann man sich hier verschiedene Setups speichern und kann dann die jedenfalls immer wieder benutzen. Profil, was soll ich denn hier? Runen. Inlay, okay, verstehe das nicht ganz. Wird reingesetzt, achso, das gehört also zu mir. Jetzt habe ich diese Rune da reingesetzt, eine von 10. Sag ich mal, schönen Dank. Ach, hier ist ein Plus. Aber was bedeutet dieses Plus?
Upgrade on Inlay. Jetzt kann ich die damit reinmachen. Die ist jetzt im ersten und zweiten. Wo ist denn der Unterschied da? Ich verstehe es nicht. Gut, Runen sind rot, wie die Rosen. Eine Nachricht erhalten. Oh. Attachment, also Anhänge. Okay, 100, was sind das? Irgendwelche Steinchen hier. Und hier gibt es noch extra Zeugs. Ich habe das jetzt gar nicht gelesen. Wahrscheinlich sollte man es nicht so machen. Was ist denn das? Gain Coins for Daily Quests. Okay. Unlock Units. Auch nicht schlecht. Wir gehen zurück. Und nochmal zurück. Ich könnte jetzt also spielen und das werde ich auch machen. Ich mache halt noch eine schöne Runde hier. Und danach probiere ich vielleicht mal Arena. So gut, Daily Quest habe ich hier mal hier nebenbei. Obwohl, kann man hier welche annehmen? Ne. Hier gibt es wieder gratis Zeug. Okay. 3 gegen 3 oder 1 gegen 1? Ne, 3 gegen 3 fand ich eigentlich unterhaltsamer, ehrlich gesagt. Bisher finde ich es ganz unterhaltsam. Hm. Finde ich ganz unterhaltsam. Es ist natürlich ungewöhnlich, weil man wirklich nichts selber steuern kann. Man kann hier nur dieses Micromanaging machen. Ich habe ja nur diese Skills hier. Okay, ich hätte es andersrum nehmen können. Jetzt habe ich es verstanden. Diesmal war ich ein bisschen schneller. Wer ist noch nicht fertig? Jude. Müsste ich nicht aufstehen, dass ich hier fertig bin? Ja, schon. Let's fett. So, wohl witzig sein hier, keine Ahnung. Oder ist auch einer? Mehr Wurst. Ach, schon wieder schwarze Mine. 3 gegen 3. Okay, das ist derselbe Schmuh wie eben. So, Medics. Ich stelle erstmal ein paar Riflemen her. Ich sag mal, ja, 4, mehr geht ja gerade nicht. Meine Einheiten kommen also von irgendwo her. Ja, tatsächlich, die kommen von hinten und das ist das einzige Schlachtfeld. Das ist ein Schlachtfeld, das muss hier verteidigt werden, wie auch immer man das machen muss dann. Die Rifleman scheint ziemlich gut zu sein. Achso, Minus, man kann sie auch verkaufen. Stimmt, da war ja was. Man kann sie natürlich auch wieder rausnehmen. Die Einheiten, wenn man meint, die sind jetzt unnütz hier. Kann ich schon aufwerten? Achso, nicht vor der fünften Welle. Gut, ich stelle jetzt erstmal her hier. Das heißt, ich brauche nicht weiter nachzuvollziehen, wo jetzt die Leute alle herkommen. Ja, scheiße. Upgraden, das ist das Wichtigste. Immer upgraden. Kann nicht aufgewertet werden hier. Ja, eigentlich gibt es jetzt auch nicht mehr so allzu viel zu erzählen. Wie man sieht, hier kommen meine Einheiten gerade. Die hier, zumindest. So, den kann ich nicht aufwerten. Ich stelle noch einen von den Flammenwerfern her. Zwei Rifleman. Läuft ganz gut. Ja, hat er gerade zugelegt. Da habe ich es gerade gesehen. So, ich stelle noch einen Medic her. Healing Friendly Biological Units. Das ist eine schöne Sache. Cloaked Units. Das Blöde ist, ich will ja nicht alles voll machen. Ich hätte gern den hier oben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf 1200, ich muss auf 1200 kommen. Obwohl, ich kann nur zwei Einheitentypen reinnehmen. Erstmal die hier raushauen. Das gab Kohle. Schöne Sache, das gab Kohle. Rifleman aufwerten. Den kann ich noch nicht aufwerten. Was war das denn jetzt? Auf welche Emote hat er gedrückt? Tja, wusste ich gar nicht, dass das geht. Da, hier sind meine Rifleman. Ich 10 Stück. Im Moment habe ich jetzt weniger hier. Jetzt kann ich auch hier aufwerten. Das ist auch eine schöne Sache. Aber ich kriege jetzt gerade keine Steinchen dazu. Das heißt, ich miete auch niemanden um. Und offensichtlich glaube ich, dass er auch aufhört zu produzieren. Ich kriege gerade nichts dazu, tatsächlich. The launch range of all units. Dann nehmen wir uns. Das hätte ich gern hier. Hätte ich gern. Brauche ich 4000 insgesamt. Okay, also würde ich mir jetzt aufheben. Ich probiere mal das tatsächlich so mit diesem Setup, obwohl die anderen Einheiten natürlich auch endgeil sind, aber ich muss das jetzt wohl so probieren. Also nehme ich jetzt, was geht. So, die Mine ist aufgewertet. Unstoppable. 50 Seelenessenz hat der eine Kollege da bekommen, okay. So, also der kämpft hier schon noch. Ich wollte halt nur mal wissen, das war rein aus Interesse für mich. Ich will auf 4000 kommen, weil ich tatsächlich diese Einheiten da, diese einen herstellen will. Das müssten die hier sein. Was ist das denn? Ein Warnhinweis. Okay, der benutzt Airborne. So, ich bin gleich auf 4000. Ich kann es kaum erwarten, ich will diese Einheiten hier haben. Jetzt habe ich es. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir wieder ein paar Einheiten herbekommen hier. Okay, der bekommt hier richtig Kohle, ich leider nicht. Ich will sehen, wie das aussieht, wenn der Mangonel hier reinkommt. Oh, ey, hier wieder fetteste Zeug hier. Wo ist denn der? Die Einheiten sind noch nicht da. Okay, Welle 25, was auch immer das sein soll. Ich weiß nicht, wann diese scheiß Wellen da irgendwie mal 25 sind oder sonst was. Ich bringe noch zwei Heiler rein. Noch ein paar Riflemen. Und einen Bogenschützen. Jetzt muss ich erstmal kurz warten. Ach, guck mal hier. So, jetzt sind die hier vorne. Scheiße. Ich glaube, das war nicht so clever. Ich glaube, hier sind die jetzt komplett nutzlos. Ja, leider komplett nutzlos hier. Ach nee, ach hier, da kommen noch Einheiten raus. Die Einheiten werden hierher transportiert. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich bin ja total durch den Wind hier. Ach, guck mal, hier ist meine fette Einheit. Guck dir die geil. Ey, das ist ja geil, das Ding. Boah.
Abgefahren. Okay, jetzt hat er mir leider ein paar Einheiten weggehämmert hier. Abgefahren, echt jetzt. Dann bringe ich 6 rein, habe ich 10 von denen und noch einen von denen hier. Die müssen reichen und ein auf jeden Fall noch hier. Oh Scheiße, das geht gerade nicht. Aber das sei ja, ist ja ein Mordsteil hier. Ist ja echt abgefahren. Was für eine Bestie. Ist ja brutal, das Vieh. Hier kommen meine anderen Einheiten endlich. Hier sind sie. Oh shit, fuck you. Das ist gar nicht von mir. Hier sind meine. Die ich leider nicht anwenden kann. Oh, die sind auch schon weg. Scheiße. Jetzt kommen die wieder vor. Oh, bei uns sieht es echt nicht gut aus gerade. Ich muss mal aufwerten hier. Halt doch mal Small, Junge. Kann ich auch nicht aufwerten. Den kann ich auch nicht aufwerten. Ich kann hier gar nichts aufwerten. Okay, ich versuche das jetzt ja alles auf runde Zahlen zu bekommen. Also hier nochmal 4. Diesen Airstrike kann ich jetzt nicht machen. Hier noch einen dazu. Die zwei reichen. Hier mache ich jetzt 3, wenn es geht.